Damit möchte ich euch herzlich willkommen bei Nächste Livestreaming. Heutige Thema ist über Produkte wie zum Beispiel Klebershake, Nanospray, Bedampfer oder Diffuseur und einfach diese kleinen Geräte, welche sind für uns als Lash-Stylistin gedacht. Und jetzt ist die Frage, sind die wirklich nötig für unsere Arbeit oder nicht? Als allererstes sage ich, ich persönlich denke mir, wenn man richtig gut arbeitet, dann kann man arbeiten in jeder Bedingung mit jeder Produkten und es hält und es wird gut aussehen. Natürlich haben wir verschiedene Produkte. Wir haben wirklich die niedrige Qualität, die Mittelqualität oder die Premiumqualität, welche ist die höchste Qualität von Produkten. Und man sieht das, merkt das, wenn man damit arbeitet, dass etwas geht deutlich einfacher, sieht super schön aus. Beim etwas muss man ein bisschen kämpfen. Aber was geht um diese Produkte oder diese ganzen Geräte, kleine Mini-Geräte, die sollen unsere Arbeit vereinfachen. Und deswegen gehe ich gleich dazu. Ich habe mir hier ein paar Sachen auf dem Tisch schon vorbereitet, damit ihr das seht und weißt, um was geht. Ich werde als allererste anfangen mit unserem Nanospray. Nanospray ist eigentlich eine bedampfte Flüssigkeit, werde ich sagen. Wie ihr seht, man macht das an und es sprüht und es quasi dampft. Es macht so eine es bewirkt, dass die Wasser so abperlt. Das heißt, sie wird nicht tropfen wie wirklich Wasser, aber es sind so kleine Perlen. Es macht keine feuchtes Gefühl, es ist nicht nass. Und normalerweise sind Nanosprays oder es heißt auch, wie heißt das, Nanospray und noch andere Sache. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich auf die Idee komme, sage ich Bescheid. Die sind eigentlich geeignet zum etwas versiegeln. Deswegen, die funktionieren eigentlich dafür, dass die zum Schluss eure Kleber versiegelt. Ich finde, Nanospray darf man nicht oder sollte man nicht während Behandlung verwenden, weil er versiegelt und dadurch könnte sein, dass er einen Film auf der Wimpern macht und eure Wimpernverlängerung wird nicht mehr so gut halten. Immer ist die Frage, wofür überlegt ihr, warum möchtet ihr das Gerät, was soll der bringen und wofür ihr den brauchen oder denkt ihr den braucht. Falls ihr möchtet Raum befeuchten, weil das ist gerade das größte Thema. Wir haben Hitze, es ist trocken, das Luft ist ganz trocken. Müsst ihr euch wirklich gucken, wie ist eure Studio? Wenn ihr ein kleines Studio habt, ihr könntet die Luftfeuchtigkeit wirklich im ganzen Raum erhöhen, verbessern. Wenn ihr aber ein riesiges Studio mit 100 Quadratmeter habt, dann schafft ihr das nicht einfach mit solchen Geräten befeuchten. Deswegen es ist wirklich wichtig, eure Arbeitsplatz. Es muss immer eure Arbeitsplatz befeuchtet sein. Das heißt rund um Kopf eure Kundin. Ja? Wir haben verschiedene Uhren, wo ihr habt wirklich Hydrometer, wo ihr habt Temperatur in dem Raum. Und zum Beispiel, ich habe gerade hier 57% Feuchtigkeit und 23,4 Celsius. Die Wärme. Ich finde es unwichtig. Ich muss ernsthaft sagen, ich gucke da fast nie dran, weil ich habe schon gelernt mit meinen Kleber arbeiten. Wenn ich morgen anfange, ich sehe schon bei der ersten Tropfen, wie das Kleber ist heute, wie er arbeitet, ob er schneller ist, langsamer ist und dann weiß ich, wie soll ich mich anpassen. Ich habe schon darüber ein Video gemacht, ihr könntet das auf YouTube finden bei Beauty Academy Petra Schreiber und wirklich guckt ihr, wie ihr könntet euch anpassen auf eure Kleber. Deswegen, dieses Uhr habe ich gekauft vor 7, 8 Jahren. Falls ich höchstens 10 Mal reingeguckt habe, es ist wirklich viel, meistens, wenn ich ein Video mache und euch etwas zeige, sonst interessiert mich das wirklich nicht. Wenn ich im Raum komme, ich spüre, ob hier feucht ist oder nicht feucht ist, ob ich brauche das oder das. Wenn ich zum Beispiel, wo ich Wimpern verlängere, das ist ein Raum, welcher hat, ich weiß nicht, 30 Quadratmeter, dann, und ich merke, es ist hier trockenes Luft, das passiert eher, werde ich sagen, wenn es extrem heiß oder wenn ich immer Winterheizung benutze, dann nehme ich mir klassische Diffuseur. Ihr kennt das, das ist einfach
klassischer Diffusor, ich weiß nicht, ob man das sieht, wo wirklich bisschen, ihr seht das nicht, bisschen Dampf rauskommt. Normalerweise benutzt man das mit verschiedenen Aromaölen, damit die Raum auch schön riecht, weil das vernebelt Wasser. Ich habe auch diese Ultraschallweise Diffuser, damit es vernebelt Wasser und das befeuchtet mir die ganze Raum. Bitte, wenn ihr das benutzt, es ist super Sache, kostet 20, 30 Euro, vielleicht 40, diese hat gekostet. Aber ihr findet auch günstigere. Wir haben drei verschiedene Arten vom Nebulisier und das ist mit Kompressor, mit Ultraschall und mit Membranen. Ich benutze diese mit Ultraschall für mich. Ich mag gerne Ultraschallgeräte, weil durch die Ultraschallfrequenz passieren die Wirkungen, welche ich will. Und einzige, was ist wichtig, wenn ihr das auch morgen anmacht, ihr könntet das bis Abend durchgehend lassen. Immer kontrolliert ihr Wasser. Bei mir geht automatisch aus, wenn ist kein Wasser drinnen. Und auf jeden Fall benutzt ihr nie Öle oder aromatische Öle, weil das kann die Wimpernhaltung wirklich sehr beschädigen und dadurch werden eure Kundinnen nicht die Wimpern halten. Wenn ihr das gerade nicht habt und möchtet ihr das bestellen, dann bis dahin könntet ihr feuchte wirklich Vasen, wirklich viel Wasser im Raum geben. Ich mache das auch ab und zu im Winter, wenn ich heize, weil da ist immer extrem reizendes, trockenes Luft. Und das habe ich schon als Kind gelernt, auf Heizung einfach im Schale Wasser geben, damit durch die Hitze die verdampft und das Luft ist nicht so trocken. Das könntet ihr machen, es ist kostenlos. Und bringt euch schon etwas. Wenn ihr aber denkt, dass ihr braucht jetzt zum Beispiel diese Nanospray, ja, es ist eine schöne Sache, es sieht wirklich super stylisch aus, es wirklich bringt das, was es soll. Ihr könntet das benutzen zum Schluss, ich gucke überhaupt. Es ist, es ist nicht unangenehm für die Kundin. Ich finde das persönlich als rausgeschmissenes Geld. Falls ihr möchtet eure Kleber versiegeln, kauft ihr euch Bonder. Bonder, es ist für Kleber geeignete Flüssigkeit, genau für Wimpernverlängerungskleber. Es ist geeignet und das versiegelt wirklich Kleber auf die Wimpern und hält. Das da ist normalerweise aus dem kosmetischen Bereich für einfach Haut befeuchten, ja, aber nicht für die Wimpern besser haben oder dass die besser halten. Dann haben wir hier Ventilators und was ich euch noch sagen wollte, ist noch Nebulisier. Nebulisier gibt es aus medizinischem Bereich. Ihr könntet das kennen, ich habe das hier gar nicht. Es ist ein Gerät, welches kommt wirklich aus der Medizin. Der funktioniert auch auf Ultraschallwellen und der ist geeignet für Leute, welche haben eigentlich Asthma-Probleme, bronchiales Probleme, Lungenprobleme und die brauchen spezielle Tropfen durch vernarbte Wasser einfach einatmen. Es sind kleine Mikroteilen, welche können besser in die Lungen reinkommen. Wenn ihr sowas benutzen möchtet, sehr gerne. Ja, ihr könntet euch entscheiden, ob ihr wirklich nur so einen Diffuser nehmt. Der kostet wirklich, wenn es cool, der kostet irgendwo 40 Euro. Ultraschall-Diffuser rede ich. Oder ihr könntet diese Ultraschall-Nebulisier kaufen. Der kostet aber, weil es aus dem medizinischen Bereich kommt, der kostet rund um 100, 150 Euro. Nur, dass ihr Bescheid weißt und das könntet ihr in Apotheke oder in solche medizinischen Bedarfshops kaufen. Für mich persönlich reicht wirklich diese. Erstmal, wir haben hier genug Feucht, wie ich gerade gesagt habe, ich habe 57% Feuchtigkeit gerade und deswegen brauche ich nicht so viel Feuchtigkeit im Raum erhöhen. Aber falls ihr Raumklima habt und braucht ihr wirklich die Feuchtigkeit hochpushen, dann müsst ihr schon überlegen, was und wie ihr am besten macht. Ich gehe weiter. Dann haben wir Ventilators. Ich liebe Ventilators. Beide sind gleich. Das ist altmodisch. Der habe ich weiß nicht, schon nicht, 10 Jahren. 10 Jahren, der funktioniert immer noch. Der ist auf klassische Akkus.
Und der ist kurz danach gekommen, als wir haben diese so Luftblase benutzt. Falls ihr euch das erinnert, das ist so eine Blase, wo man hat so kleine Pipette und da pustet man Luft auf die Wimpern. Das finde ich seit Anfang an total unangenehm. Ich habe das leider nicht mehr gefunden, ich habe das bestimmt schon weggeschmissen. Aber das finde ich für die Kunden unangenehm, weil das pustet einfach extrem viel Luft auf einmal. Und wenn ich möchte die Wimpern abtrocknen oder etwas, finde ich das zu aggressiv. Dafür empfehle ich euch wirklich so einen klassischen Ventilator. Der ist wirklich ein bisschen laut, aber der ist wirklich sanft und ich finde ihn ganz gut. Wenn ihr möchtet, aber auch schon ein bisschen, dass es hochwertiger aussieht. Ich habe das schon seit 2 Jahren, habe das gerade wegen euch aufgemacht. Es ist Ventilator, welche funktioniert mit Akku und die Akku ist wirklich richtiger Akku, so hier hinten wie für Handys. Und der macht ihr an und da kommt Luft, welche ist wirklich ganz leise, muss ich sagen. Und das kommt wirklich vom hier, ja, dass man geht durch die Wimpern. Es ist sanfter vom Druck, es ist sanfter und deutlich leiser, falls ihr das für eure Kundinnen möchtet. Aber das empfehle ich euch auf jeden Fall im Studio haben. Und das aus dem Grund, wenn ihr Wimpern reinigt und die sehr feucht sind, dann könnt ihr das damit schneller trocknen. Wenn zum Beispiel eure Kundin trennt und habt ihr irgendwo feuchte Stellen, dann duftet ihr das ab und dann könntet ihr mit diesem Ventilator das schneller abtrocknen. Deswegen für mich persönlich finde ich das als super Idee. Oder wenn zum Beispiel ihre Augen brennen, falls sie ein bisschen geöffnet hat vom Kleber oder etwas, dann wirklich immer wieder dabei haben, weil man weiß nicht, wann man das braucht. Und das ist wirklich super Investition. Ich denke, diese altmodische kostet bis 10 Euro und diese neuere, der schönere kostet oder 10, 15 Euro und diese kostet vielleicht 20, 30 Euro. Kann ich euch gerade nicht ganz genau die Preise sagen, aber ihr findet bestimmt etwas im Google, Amazon und so weiter. Was geht um Klebershaker? Jetzt habe ich ihn vergessen. Ich persönlich bin nicht dafür. Ich klebe Wimpern schon seit 12 Jahren und früher hatten wir oft Problem, dass bei dem Kleber war einfach unsere die quasi Pipette oder wie soll ich sagen, verklebt. Und genau auch hier seht ihr, es ist ein bisschen schwarz. Genau das war alles verklebt. Weißt ihr, früher sollen wir Kleber nehmen und einfach mischen. Und da war das Problem, dass einfach oft, auch wenn wir Kleber zumachen, es ist nie immer so 100% zu, damit man, seht ihr, da ist auch immer noch ein bisschen so Mini-Millimeter, damit man hat wirklich immer ein bisschen kleinen Luft zwischen die Pipette vom Kleber und dem Pixel, sage ich, da drinnen ist so Pixel in der Mitte, ja. Und da kann passieren, ihr seht, der Kleber kommt raus, auch wenn ich habe jetzt nichts gedruckt, nur ein bisschen damit bewegt. Und da sage ich wirklich immer, dass man sollte Kleber immer öffnen vorher, als man das mischt. Ich bin der Meinung, es ist besser, weil wenn ihr das zu habt und mischt, dann kann diese kleine Tröpfchen rauskommen. Ihr habt 5 Kunden am Tag, es ist 5 kleine Tröpfchen, welche kommen raus, kommen hier in diese zum Schließen und dann verklebt sich das Ganze und ihr könntet damit nicht mehr arbeiten, dann versucht ihr abschneiden oder durchkommen und das funktioniert nicht. Deswegen immer aufmachen. Viele Firmen, zum Beispiel bei uns, ist immer in jeder Kleberverpackung auch so ein Pixel, sage ich das. Ihr könntet mit dem Pixel dagegen kommen, damit es ist wirklich fest, wie ihr seht, es ist komplett fest, da kann nichts passieren. Ihr haltet das und mischt ihr das richtig damit durch. Falls ihr sowas nicht habt, dann könntet ihr nehmen solche Glue Wipes. Das sind wirklich zum Mischen und sauber machen oder ganz klassische Kosmetiktuch, wie ich habe genommen. Einfach macht ihr das fest, ihr haltet das hier fest, wie ihr seht, fest im Hand mischen und dann, wenn ihr tropft, macht ihr die Tröpfchen raus. Dann wichtig ist, dass ihr das abwischt und einfach wieder richtig zumacht, dass es nicht lange auf ist. Und das ist wirklich alles.
Ich empfehle, was ihr könntet nehmen, ist Dose für Kleber. Zum Beispiel diese ist auch super, weil da ist, wartet ihr, ich mache das jetzt wieder auf. Die ist wirklich so mit Button, das heißt Press, oder Press ist Druck. Und ihr könntet die Dose nicht zumachen. Ihr müsst wirklich drücken, damit das Luft rauskommt und das Kleber ist quasi luftfrei und geschützt. Was ist super im Sommer, wenn wir das warme Luft in unsere Räumlichkeiten haben, das wäre ich euch empfehlen. Aber ein Glue-Shaker wirklich nicht. Ich finde diese ganze Mixer nicht so gut für unsere Kleber. Auch wenn ich muss sagen, ich benutze Mixer für Permanent Make-up-Pigmente, damit die sich richtig schütten. Aber sonst finde ich, wir können den Kleber auch richtig gut im Hand schütten. Vielleicht kriegen wir davon auch ein bisschen Muskeln. Aber ich werde das Geld nicht dafür ausgeben. Ich habe es schon ausgegeben, aber wenn es eure Wahl ist, ich empfehle das wirklich nicht. Nimm dir lieber gute Dose, nimm dir Pixel, dass ihr das immer habt, reicht Kosmetiktücher und das ist alles. Und Ventilator. Ventilator und vielleicht der Diffuser, falls ihr braucht ein bisschen Raumfeuchtigkeit erhöhen und lässt ihr das immer irgendwo in eurer Nähe. Das heißt, irgendwo zum Beispiel hier liegt Kundin und das ist wirklich in Ordnung, dass es hier feucht ist, Nähe von euch. Es bringt euch nichts, wenn ihr zum Beispiel 10 Meter lange Raum habt und ihr seid hier und das Diffuser ist auf andere Seite vom Raum. Ja? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Geld gespart. Und hat euch vielleicht motiviert, etwas zu kaufen. Und ich hoffe, die Produkte helfen euch ein bisschen oder unterstützen euch ein bisschen während Arbeiten, damit die Wimpern wunderschön sind, wie auch immer. Ich wünsche euch damit einen wunderschönen guten Abend und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Livestreaming. Und falls ihr Fragen habt, wie auch immer, ihr könntet mir gerne hier Nachricht schreiben oder einfach längere E-Mail an info@beauty-akademie.eu. Ich freue mich. Tschüss!